Herr Senator Mitscherling, herzlichen Dank, dass Sie heute an unserer Jubelfeier teilnehmen. Der Schaustellerverband feiert heute seinen 40. Geburtstag. Und wir haben heute mal unsere Leistung einfach auf den Tisch gelegt, die wir hier in den 40 Jahren zu verzeichnen hatten. Denn die Berliner Schausteller haben quasi auch in der Stunde Null angefangen, 1949. Alle unsere Festplätze waren verloren gegangen. Und die Festplätze, die wir jetzt haben, haben wir uns alle im Laufe der Jahre geschaffen. Wir haben allerdings Sorgen, und ich habe das auch in meinen Ausführungen sagen können, dass unsere Arbeitsstätten, unsere Volksfestplätze gefährdet sind und uns eventuell abhanden kommen. Und ich würde doch mal sehr gern Ihre Stellungnahme hören, wie Ihr Haus in der Lage ist, die Schausteller weiterhin zu unterstützen. Nun, Herr Wollensteger, Sie wissen, dass die Berliner Schausteller uns am Herzen liegen, und wir haben das ja schon in vielen gemeinsamen Gesprächen erörtern können. So haben wir auch in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt sichern helfen, und ich will auch weiterhin bemüht bleiben, dass wir Ihnen eine Bleibe sichern. Ich weiß, wie schwierig das in der Stadt ist, denn Sie sehen anhand der vielen Zuwanderer und Übersiedler, die wir in der Stadt haben, Berlin wird größer. Wir werden in diesem Jahr sicherlich 40.000 Berliner Bürger mehr haben, und diese Entwicklung wird wohl anhalten. Das heißt, wir müssen mehr Wohnungen bauen. Wir brauchen für diese Menschen Arbeitsplätze. Sie wollen Freizeit verbringen in Grünflächen und Erholung. Aber sie werden sicherlich auch wieder gern zum Rummel gehen. Und da schließt sich der Kreis. Alle diese Zwecke der Verwendung von Flächen konkurrieren miteinander. Und wir müssen eine ausgewogene Lösung finden. Ich hoffe, dass es uns gelingen wird, auch zusammen mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz, dass wir für Sie eine Bleibe derart finden, dass wir sagen können, hier ist ein Festplatz geeignet für die Berliner Schausteller. Ich will Ihnen gern dabei helfen. Ich danke Ihnen, Herr Senator. Ich kann Ihnen wirklich nur bestätigen, dass Ihr Haus uns seit vielen Jahren immer behilflich ist, und wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann hilft die Senatsverwaltung für Wirtschaft. Das soll auch ruhig mal hier in der Öffentlichkeit von den Schaustellern dankbar gesagt werden. Ich hoffe, dass wir also weiterhin unsere Volksfeste durchführen können. Ich hatte schon mal gesagt, Berlin hat eine besondere Situation. Besondere Situationen erfordern auch besondere Maßnahmen. Eine der besonderen Maßnahmen wäre zum Beispiel, dass wir eine neue Grünfläche zugewiesen bekommen, die ja sowieso da ist, die natürlich gewisse Schäden durch unsere Veranstaltung hinnehmen muss, die aber immer mit Aufwendung der Berliner Schausteller oder des Verbandes hergerichtet werden können. Wenn Sie uns in dieser Frage auch bei dieser Frage unterstützen würden, Herr Senator, wären wir Ihnen sehr dankbar. Ich will mich bemühen, entscheiden kann ich das nicht allein, aber wir wollen sehen, was sich machen lässt. Ich danke Ihnen, Herr Senator, und ich hoffe, dass wir noch viele gemeinsame Gespräche durchführen zum Wohle unserer Volksfeste, zum Wohle unserer vielen Millionen Besucher. Alles Gute für die nächste Zeit. Ich habe die Bilder, aber ich genommen habe. Achtung, von Harry. 40 Jahre Schaustellerverband in Berlin. Harry Wollensteger, was fällt dir eigentlich dazu spontan ein? Ja, spontan fällt mir dazu ein, schlechte Zeiten. Vor 40 Jahren, 1949, es gab keine Volksfeste in Berlin. Es gab nur Ruinen, es gab nur Trümmer. Und da haben wir uns zusammengefunden und haben gesagt, hier in Berlin muss wieder was passieren. Denn unsere normalen Reisegebiete, die die Schausteller hatten, das war also Thüringen, das war Mark Brandenburg, das war also die ehemalige besetzte sowjetische Zone, die waren verloren gegangen aufgrund der politischen Ereignisse. Und nun mussten wir wieder anfangen, und da haben wir also einfach in die Speichen gegriffen und haben damals in der schlechten Zeit angefangen, Volksfeste zu gründen. Ich denke an die Kreuzberger Festlichen Tage. Die ältesten überhaupt in Berlin, nicht? Ja, die haben wir 1949 begründet, aber es gibt noch ältere, aber dazu wird der Kollege Müller was sagen. Aber nach dem Kriege ist das also das älteste Fest. Danach kam dann das Oktoberfest, und dann während des Oktoberfestes wurde unser Schaustellerverband gegründet, auf den wir so furchtbar stolz sind. Rudi Müller, Wie fing es denn damals an nach dem Krieg? Das kann ich Ihnen gut sagen. 1945 habe ich den Krieg erlebt. Ich war eigentlich ein Soldat auf Flucht. Ich hatte mir falsche Papiere geschafft, war Schweizer Staatsbürger angeblich, und dann habe ich den Krieg erlebt in Zossen. Mit Zittern habe ich erlebt, wie die Russen einmarschiert sind in Zossen. Und dann, naja, mein Vater war nun bei der OKW gewesen, und dann habe ich die Geschäfte da übernommen. Die standen in Schildow, der war weg. Dann sind wir mit dem Fahrrad gefahren bis Marienfelde, da heute die Stadtansiedlung ist. Und wenn ich immer da an die Mauer komme, über die Mauer in Marienfelde, da wurde mein Fahrrad mir weggenommen, da ich von Zossen nach Schildow, Mensch Mühle war im Blankenfelde, da standen ja unsere Geschäfte. Mein Vater war damals
Ja, damals schon Schaustellergeschäfte gehabt, ja. Alte Generation. Der hat die eingelagert, die Geschäfte, in den Wald. Und hat gesagt, irgendwas in den Bombenangriff wird er überspringen. Der Wald war in Schildow, Mensch Mühe bei Blankfelder, außerhalb Berlin. Groß. Also Schildow ist kurz vor Oranienburg? Sind nein, wir? Nicht da oben bei Blankfelder. Pankow. Pankow und Nierschenhausen daraus. Da, Mensch Mühle. Also jedenfalls, folgendermaßen, jetzt kommt das Schönste, jetzt hat die Geschäfte übernommen. Mein Vater war in, der war nur mit dem OKW geflüchtet, da war da Kraftfahrer gewesen. Meine Mutter, die war in Tyro, war auch. Und jetzt habe ich langsam die Geschäfte übernommen und habe die nach Berlin gebracht. Und habe die aufgebaut. Jetzt kommt das Schönste meines Lebens. Die wurden am Pankow-Kirche aufgebaut. Und dann wurde ein Riesenrad von uns aufgebaut, also von mir. Ich habe ja 6 Jahre lang, war ich ja Soldat gewesen. Nicht du hast vorher keine Ahnung davon gehabt? Ja, wir sind als Kind, ja. Als Kind, ja. Ja, gereist bin ich. Aber 6 Jahre weg von zu Hause. Es wird ja, also ich habe es geschafft, alleine die ranzuholen. Und dann haben wir aufgebaut. Und jetzt kommt das, was ich ja sagen wollte, das Schönste meines Erlebnisses. Wir haben das Riesenrad aufgebaut im Bürgerpark von Pankow, den Kettenflieger. Und dann wurde das Riesenrad eingeschaltet, das Licht. Nach 45, nach einer Verdunklung, da stand ein Riesenrad groß in einer Beleuchtung da. Ein Kettenflieger mit der Dachkante einer Beleuchtung. Und dann fing an, diese Orgel da draußen, was die sehen, zu spielen. Da waren Schausteller da, da haben wir geweint, um diese Überlebung, überlebt, ich bin ja erschüttert jetzt gerade, die überlebt, dass wir das erlebt haben. Die Kinder, da waren ungefähr hunderte Kinder da draußen. Die waren bestimmt sehr dankbar, die Kinder. Also nee, die Kinder waren nicht dankbar. Die haben da gesessen, die waren nicht dankbar. Die haben das Licht angesehen, dieses große Rad da. Das ist genauso, wenn sie heute ein Rad sehen. Das nimmt sie gar nicht wahr. Das Licht ist heute da. Die Effekte, das Licht ist da. Das geht so lang. Aber da hat ein Licht gestanden, eine Verdunklung. Verstehen Sie mal? Auf einmal ist Licht da. Und die Kinder, die haben nur gesessen. Das kann man nicht sagen mehr. Die haben angestaut das Licht dieses Rades, diesen Kettenflieger und die Orgel wieder anfängt zu spielen. Das kann man nicht sagen. Heute nimmt man die Effekte, da geht so lang, das Licht, das rot, weiß, das nimmt man nicht wahr. Also, und das war mein Anfang. So, jetzt kann ich weitersprechen. Ja, ja. Das wird auch noch schöner. Jetzt geht's los. Jetzt haben wir das 4 Wochen gespielt. Jetzt kam mein Vater als Bahner, der ist verkleidet als Bahner, von Westdeutschland wieder. Und dann sagt er, wo steht ihr? Ostsektor. Sofort abbauen. Da sind wir gefahren nach der Müllerstraße. Und da war Schauendorn, die haben damals einen verknüppelten Müllerstraße angefangen. Und da haben wir erstmal angefangen und nein, jetzt geht's wieder los. Nicht politisch werden. In einem freien Sektor. Da war schon, also da kamen die Russen, da haben wir erwartet immer, nimmt unseren Laden weg, gehen sie weg. Da kamen die Frauen, also die Russen, die Soldaten. Wo Frau. Was ich meine, die haben da um ihr Geschäft noch da. Aber da sind wir abgefahren nach am Westen dann und ging das unser Leben los. So war mein Anfang meiner Schaustellerei. So eine Gut. Frau, ich noch weiter erzählen von meiner weiter Schaustellerei. Ja, ich will mal trotzdem erstmal den Harry wieder zwischenfragen. Harry, sag mal, wie ist es denn zu dieser Gründung dieses Verbandes gekommen? Du hörst ja auch schon einer alten Familie an, habe ich mitbekommen. Ja, also dieser Schaustellerverband ist also vor 40 Jahren gegründet worden. Früher gehörten die Schausteller zum Reichsverband Ambulanter Gewerbetreibender. Das vor dem Krieg oder so? Vor dem Krieg und lange vor dem Ersten Weltkrieg. Der Reichsverband Ambulanter Gewerbetreibender, der umfasste alle, die im ambulanten Gewerbe tätig waren. Das heißt also Drehorgelspieler und Wochenmarschhändler und Trödler und Altmetallwaren, Fritzen und so weiter. Und wir Schausteller fühlten uns in dieser Runde nicht wohl, weil wir gesagt haben, naja, wir sind nicht Spessret, aber wir repräsentieren doch mit unseren Geschäften ziemliche Werte und sind doch natürlich mit einem Drehorgelspieler oder mit einem Altwarenhändler, der ja kaum Kapital hat oder gar kein Kapital hat, nicht zu vergleichen. Wir wollten eine eigene Organisation haben und vor 40 Jahren haben wir diesen Traum verwirklicht. Wir haben also hier in Berlin den Schaustellerverband Berlin gegründet und gleichzeitig, wie das so manchmal ist, haben auch andere Schaustellerverbände sich gegründet im Bundesgebiet. Und die haben sich dann auch genau vor 40 Jahren zusammengeschlossen zum Deutschen Schaustellerbund. Dieser Deutsche Schaustellerbund hatte damals 12 Mitgliedsvereine. Heute hat er mittlerweile 68. Das heißt also, von Aachen bis West-Berlin und von Schleswig-Holstein bis nach Bayern runter gibt es überall Schaustellervereine. Und die sind in diesem Deutschen Schaustellerbund zusammengeschlossen. Und ich habe ja die ehrenvolle Aufgabe, der Präsident dieser Vereinigung zu sein, die interessanterweise immer noch ihren Sitz in Berlin hat.
Aber wie sollte es anders sein? Natürlich, die Hauptgeschäftsstelle haben wir in Bonn, dort, wo die Gesetze geschmiedet werden. Da haben wir unser Büro und da haben wir also den engen Kontakt zu den Abgeordneten, um berechtigte Wünsche, die wir haben, vorzutragen. Denn wir sind ja eine Minderheit. Es gibt also im gesamten Bundesgebiet nur rund 5000 Schausteller und davon sind knapp 4000 bei mir im Verband organisiert. Und wir haben also keine große Lobby, die Lobby sind wir selber. Und ich muss eigentlich sagen, wir werden überall sehr gut anerkannt zu unseren Veranstaltungen, die wir durchführen. Unsere Bundestagung, die heißen bei uns Delegiertentage, kommen immer Minister und Staatssekretäre und Oberbürgermeister und Landesminister und Ministerpräsidenten. Also man nimmt uns schon sehr wohl wahr. Und auch heute hier zu dieser Veranstaltung war ja der Senat durch Herrn Senator Mitscherling vertreten. Hast du ja selber vorhin das Interview gemacht. Es waren ja eine Reihe von Bezirksbürgermeistern hier. Es waren Vertreter des Abgeordnetenhauses hier, es waren Vertreter des Deutschen Bundestages hier. Der Präsident des Abgeordnetenhauses, Jürgen Wohlrabe, hat uns ein sehr freundschaftlich gehaltenes Grußtelegramm geschickt. Also auch wir hier in Berlin werden sehr gut anerkannt. Und ich glaube, man hat weiterhin die Möglichkeit und die Wichtigkeit unseres Gewerbes erkannt. Harry, gab es denn etwas ganz Besonderes in diesen 40 Jahren, wo du dich daran erinnerst und sagst, das war absolut gut? Ja, es gab natürlich eine Menge Sachen. Was ich in letzter Zeit natürlich ganz prima fand, das war das Europäische Volksfest vor dem Reichstagsgebäude, wo wir tatsächlich erstmals in der Lage waren, auch europäische Schausteller hier nach Berlin zu holen. Wir sind dabei, zu versuchen, eine zweite Veranstaltung im nächsten Jahr zu starten. Ob das gelingt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Sache gewesen. Und ich hoffe, dass wir da fortfahren können. Denn Berlin sollte eigentlich Scharnier sein zwischen beiden Blöcken. Zwischen den Blöcken im Westen und den Blöcken im Osten. Und diese Funktion wollen wir Schausteller auf spielerischer Weise gerne wahrnehmen. Interessant vielleicht jetzt ab Wochenende, ab Donnerstag, Freitag, Sonntag, Sonntag, werden hier auf dem Oktoberfest erstmals Künstler aus der DDR auftreten. Das sind so Straßenkünstler, Jongleure und Feuerschlucker und sowas. Und ich glaube, dass das also hier bei den Berlinern sehr gut ankommt. Harry, jetzt gibt es ja auch Unangenehmes. Der Lützowplatz fällt mir dazu ein. Da hast du ja schon ein paar Mal zur Stellung genommen. Wie sieht es denn um den Lützowplatz im nächsten Jahr aus? Ja, also nach Informationen, die ich habe, kann er eventuell im nächsten Jahr nochmal durchgeführt werden. Der endgültige Bescheid wird in den nächsten 14 Tagen erfolgen. Aber ab 1991 wird er auf keinen Fall mehr dort stattfinden. Denn im Zuge des Wohnungsbaus muss also dieses Gelände bebaut werden. Wir Schausteller haben Verständnis dafür, aber wir hätten kein Verständnis, wenn man uns dieses Gelände ersatzlos wegnimmt. Wir meinen einfach, es gibt genug Grünflächen in dieser Stadt, die dann für ein Volksfest zur Verfügung gestellt werden könnten. Wir Schausteller sind gern bereit, den Schaden, den wir da auf den Grünflächen anrichten, nachher wieder zu bezahlen. Gut, Harry, schönen Dank für das Gespräch. Und willst du denn die nächsten 40 Jahre mitmachen nochmal? Naja, ein bisschen werde ich schon noch mitmachen. Vielleicht nicht immer mehr so in führender Position. Aber die Katze lässt das Maus nicht, mir macht die Arbeit Spaß. Ich arbeite lieber für andere als für mich selber. Ja, jetzt komme ich nochmal zu Herrn Müller. Herr Müller, was wünschen Sie sich für die Zukunft der Schausteller in Berlin? Ich wünsche mir sehr mehr Freundlichkeit von den Behörden jetzt langsam, da wir manchmal Einschränkungen haben. Er schimpft jetzt. Ja, Einschränkungen haben. Ich bin ja nur wieder nur eine Brillaliste. Ich bin ja nur, kann ja schimpfen, ich kann ja meiner Meinung sagen. Und ich bin ja neutral, ich bin ja... Also ich bin ja der Meinung, jetzt, Veranstalter war ich gewesen, draußen in Gartenstadt Starken. Ich finde folgendermaßen, wenn die Gartenstadt Starken oder die Freie Scholle, diese Feste, die da sind, und dann mal ein Beispiel macht, die Heimat gebunden oder die Heimat nicht Heimat gebunden, die Orte gebunden, den traditionsmäßig, genauso, wenn heute abwegfallen würde, wie der Kollege oder mein Vorsitzender sagt, jetzt, wir wollen Herr Wollenschläger, die sind am Lützowplatz, dann könnte man genau den 17. Juni sprechen, sperren den Platz oder vor den Reichstag. Wir kommen ja für die Schäden auf. Wir wollen ja keine Geld. Und das ist das Schlimme. Da kommen ja so viele Zirkusse her. Und wenn sie dahinter kommen, die kriegen ja für die kleinste Artistik oder Kultur, bekommen die Geld dazu. Wir bekommen keine Gelder, wir sind gerne bereit zu... Und wenn man heute sieht, Oktoberfest oder irgendwo, amerikanische Volk, der Berliner ist ein rummelfreudiges Publikum.
Aber warum soll man denn dann da das einschränken? Ich glaube, dafür gehen die genauso auf die Barrikade der Berliner, wie in den Osten auf die Barrikade gehen. Ja, ich glaube, der Vergleich hinkt ein bisschen. Harry, ich muss aber trotzdem mal fragen, wo ich mich verabschiedet habe. Schönen Dank. Harry, wie viele Mitglieder habt ihr denn jetzt zurzeit in Berlin? Wir haben in Berlin 130 Mitglieder mit rund 160 Geschäften. Die Mitgliedszahl kommt dadurch, dass zum Teil auch Vater und Mutter oder die Tochter noch dabei ist oder die Ehefrau. Wir sind also hier sehr gut organisiert. Ich glaube, es gibt zwei Schausteller in Berlin, die nicht bei uns im Verband organisiert sind. Und wir haben eigentlich ganz gute Möglichkeiten, uns für unsere Kollegen einzusetzen. Jetzt muss ich natürlich fragen, wie viele Schausteller gibt es denn in Europa? Also das weiß ich auch. In der Europäischen Schaustellerunion sind rund 60.000 organisiert. Das heißt also, da kommen natürlich zur Europäischen Schaustellerunion, gehören auch die Parks. Das sind also die großen Tivoli und die Freizeitparks. Und die großen Parkanlagen, die es also insbesondere in Skandinavien gibt, die sind auch bei mir in der Europäischen Schaustellerunion organisiert und dadurch kommt diese gewaltige Zahl raus. Meine Zahl noch zu sagen über Besucher. In Berlin haben wir rund 5 Millionen Besucher, in der Bundesrepublik ungefähr 180 Millionen und in der Europäischen Union, das heißt also im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft und darüber hinaus, in Österreich, in Schweden und in Finnland haben wir sogar die Zahl von, und jetzt halte ich fest, 1 Milliarde Besucher zu verzeichnen. In China. Ich glaube, das ist ein Potenzial. Wir können uns also mit der Weltmacht China messen, mit unseren Besucherzahlen. Und das bedeutet eigentlich was. Aber jetzt muss ich doch trotzdem etwas fragen, was ich schon immer mal fragen wollte. Sag mal, wärt ihr eigentlich vom Schaustellerverband einverstanden, einen festen Standort für eure Geschäfte zu bekommen? Nein. Das ist also keine gute Sache, insbesondere hier nicht in Berlin. Hier fehlt einfach das Hinterland. Zum Beispiel für diese Veranstaltung früher Luna Park am Hallensee, da sind ja jeden Tag Fremde gekommen. Oder nimmt man zum Beispiel den Tivoli in Kopenhagen. Der lebt ja nur von den Fremden, der lebt ja nicht von den Kopenhagenern, da kommen ja nur Fremde hin. Also wir meinen, ein feststehender Luna Park hier in Berlin wäre keine gute Sache. Wir haben in der Bundesrepublik 50 Freizeitparks, die sind ja wie gesagt auch bei mir im Deutschen Schaustellerbund angeschlossen. Von diesen 50 Freizeitparks sind nur wenige gut lebensfähig. Ich würde sagen vielleicht so knapp 20%. Die anderen wechseln auch sehr häufig den Besitzer und haben große Schwierigkeiten, entsprechende große Besuchermengen dorthin zu bekommen. Also ich meine eigentlich, der Berliner erwartet, dass die Volksfeste bei ihm an die Türe klopfen, dass sie mit ihren traditionellen Volksfesten hinkommen. Ich kann Ihnen zum Beispiel ein kleines Beispiel sagen. Wir mussten vor Jahren mal die Neuköllner Maientage verlegen und mussten sie zu einem späteren Termin abhalten und sind anschließend von den Neuköllner Maientagen nach Kreuzberg gefahren. Und die letzte Woche ist traditionsgemäß auf unseren Volksfesten das Geschäft immer relativ ruhig, weil die Leute haben dann einfach alles schon probiert und sie waren auch alle schon da. Aber wir sind von Neukölln nach Kreuzberg nur wenige Kilometer gefahren. Und zur Eröffnung war wieder volle Pulle, wie der Berliner so sagt. Und daran erkennt man, dass die Berliner sich mit ihrem Volksfest verbunden fühlen und gerne zu ihrem Volksfest gehen. Und es muss einfach, wie ich sagte, schon an die Tür klopfen. Das wollen wir weiterhin so halten. Und ich hoffe eigentlich auf Verständnis vom Senat und vom Bezirksamt. So, ich bedanke mich recht herzlich. Da würde ich meinen Vorsitzenden anschließen, er hat vollkommen recht. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Die Saison ist ja beendet. Oktoberfest ist immer Schluss. Es kommt noch der Weihnachtsmarkt am Kudamm rund um die Gedächtniskirche. Wann ist sie? Dieser Weihnachtsmarkt rund um die Gedächtniskirche läuft vom 1. bis 26. Dezember. Dann gibt es noch einen weiteren Weihnachtsmarkt in Spandau vor dem Rathaus. Der läuft ebenfalls vom 1. bis zum 23. Dezember. Und dann gibt es noch kleinere Weihnachtsmärkte, zum Beispiel vor dem Rathaus in Wedding. Der läuft ähnlich zu ähnlicher Zeit. Also eigentlich für die Berliner ist immer für Spaß und Abwechslung gesorgt. Also, ich würde sagen, die Saison ist beendet. Eigentlich müsste ich jetzt sagen, gesundes neues Jahr. Schönen Dank, ja, für die nächste Saison. Bis dann, ja. Tschüss.